Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. In dieser Ausgabe von Was ist eigentlich? Besprechen wir mal die Unterschiede zwischen poly- und monokristallinen Solarzellen. Dazu habe ich hier mal zwei Solarmodule aufgebaut. Dann zeige ich euch das mal. Hier seht ihr also ein Solarmodul mit sogenannten polykristallinen Solarzellen. Ihr könnt das hier erkennen. Die Oberflächentextur ist ganz eindeutig. Man sieht so dieses Schimmern, diese unterschiedlichen Blautöne. Das ist eindeutig ein Zeichen für eine polykristalline Solarzelle. Auch die Solarzellen selber sind hier im 90-Grad-Winkel an den Ecken. Das ist also ein ganz deutliches Zeichen für eine polykristalline Solarzelle. Dazu im Unterschied hier unten ein Solarmodul mit monokristallinen Solarzellen. Die Zellen selber sind deutlich dunkler, sind hier kaum noch zu erkennen, weil wir hier auch eine schwarze Hintergrundfolie haben. Hier sind also nur noch die Stromabnehmer zu sehen. Bei diesem Modul haben wir eine weiße Hintergrundfolie, ist also ein bisschen besser zu erkennen. Wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man hier auch an dieser Stelle, dass monokristalline Solarzellen solche, ja, so eine Abflachung an der Ecke haben, so eine Art pseudo-runde Form haben. Das ist ein typisches Beispiel, ein ganz klar Beispiel für eine monokristalline Solarzelle. Wo liegen jetzt genau die Unterschiede? Also die monokristallinen Solarzellen sind insgesamt teurer, haben aber auch eine insgesamt höhere Leistung. Wer also nur ein kleines Dach zur Verfügung hat und wo es auf Preis vielleicht nicht so ganz ankommt, der ist mit monokristallinen Solarzellen besser bedient, wenn er maximale Leistung herausholen will. Auch das Schwachlichtverhalten ist bei den monokristallinen Zellen besser als bei den polykristallinen Solarzellen. Dafür haben die polykristallinen Solarzellen also einen Preisvorteil pro Watt aufs Modul gerechnet. Aber sie haben noch einen weiteren Vorteil, nämlich sie reagieren nicht so stark auf den, beziehungsweise sie haben nicht so einen hohen Leistungsverlust über die Zeit. Diese Solarzellen sind also von der Leistung her etwas stabiler über die Jahre gerechnet als die monokristallinen Zellen. Ja, und was sollte man noch sagen? Genau, zwar sind die Zellen, die monokristallinen Zellen zwar ein bisschen teurer als die polykristallinen, aber auf der anderen Seite spart man sich vielleicht auch was am Speicher, weil man ja eine stärkere Leistung bei diesen Zellen hat. Also auch an schlechten Tagen bekommt man einfach mehr Strom und braucht dementsprechend vielleicht ein bisschen weniger Speicher. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein in dieser Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was der Unterschied ist zwischen poly- und monokristallinen Solarzellen. Viel Spaß weiterhin bei uns auf dem Kanal. Wenn ihr Lust habt, abonniert das, dann bekommt ihr auch Informationen, wenn es neue Ausgaben von uns gibt, und drückt auch mal den Alarmknopf. Bis bald, ciao, ciao.